Ah, sag mal so, das mit der Brücke, das war schon die beste Position, ne? So, jetzt haben wir noch mal so ein Überlebensding. Ach, echt? Oh, scheiße, ich muss mal aufs Klo. Oh, ich verschanze mich da oben kurz und dann bin ich weg. So, innerhalb. Im Augenblick stirbt doch, passt auf. Nee, nee, ich töte keinen. Junge, Alter, wie kommt man hier hoch? Überlebenskampf wird verlassen? Okay. Was? Was? Oh ja, es gibt eine Zone, da musst du aufpassen. Ja, ja, du kannst einstellen, wie weit du dich bewegen kannst. Scheiße, sie können hier unten treffen. Ist ja eklig. Was? Hä? Wo bin ich denn? Das Loch! Komm, sonst findet der Kevin immer die Löcher. Hier hinten, hier drin übrigens, vor euch. Beschützt mich einfach kurz, okay? Danke. Der Stift drückt. Oh oh. Alter, was war denn das? Ich hab die Granate eigentlich erschießen wollen, aber die ist nicht geflogen, sondern nur auf das Ding, über das Ding gerollt. Und das dann quasi dahinter explodiert und das hat mich getötet. Mann. Das ist jetzt eigentlich schon zum zweiten Mal passiert. Nehmen wir die Runde auch. Ja. Ich hab da ein bisschen Vertrauen in euch. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Ja, das ist doch gut für deine Kritiker, da kannst du jetzt sagen, ich brauche nicht mal NPCs, ich kann mich auch selber töten. Ja, wie gesagt, ist halt so, es gibt halt Leute, die können nur auslachen. Aber das kriegst du selber wahrscheinlich nicht geschissen. Das war aber auch, wie gesagt, herzlich egal. Au! Guck mal, wenn du das genauso hingekriegt. Sven, du kannst ja gar nicht, nicht mal gegen NPCs. Das war aber jetzt auch deine Rakete, die dich selber getötet hat, ne? Ja, ja. Eigentlich hatte ich. Naja, egal. Morgen ist die Lala verrückt. Du kannst dich da oben hinstellen. Weißt du, woran ich das gerade erinnert, dass die Typen da jetzt über den Zaun klettern? Das ist hier wie bei World War Z. Die Zombies. Wo die alle versuchen, über den Zaun zu gehen. Wobei wir eigentlich nur eine One-Man-Army gerade haben, weil Enrico gerade ein bisschen sich leicht erleichtern ist. Sehe ich, was du meinst, hier Walking Dead, ne? Nein, World War Z. Es gibt ein oder Spiel. Hier Resident Evil. Nein, oh. es gibt. Weißt du, guck mal, wir haben zwei Leute gestorben, die beiden haben sich selbst getötet. Auf Markus, das reicht. Nein, aber wir haben World War Z gespielt, also Markus, Baby, glaube ich, und Sabrina, glaube ich, war das noch. Ich bin tot. Ja, Enrico ist gerade da, der räumt das jetzt. Weißt du, wir sterben alle bei Level 1 schon. Nö, da kommt man ganz schnell vom Klo wieder, wundert sich. Hey, wieso seid ihr alle tot? Wir sind erst bei der Welle 1. Enrico, wir hoffen alle auf dich, ne? Weil ja, die Winkel auch scheiße sind von den Versteckmöglichkeiten. Du kannst da nicht richtig schießen. Scheiße, jetzt seid ihr wirklich alle tot. Ja, ja. Sven und ich haben uns selber auch quasi mal der weniger aus dem Spiel rausgenommen. Die Granaten wollten nicht so wie wir. Nee, bei mir war es der Raketenwerfer, Kevin. Nee, bei mir war es der Granatwerfer. Du hast gedacht, die Granate ist nicht geflogen, die ist einfach oben über das Ding gekullert und dann dahinter runter hochgegangen. Enrico, die gute Nachricht ist, du hast noch fast alle Gegner. Ja, perfekt. Dann musst du wieder zurück, weil du aus der Zone raus bist. Ah, der macht doch schon. Wir kommen nicht mehr über die erste Welle, ich gehe feste, ey. Du hast ja ein gutes Vertrauen, du kleiner Hund. Hast du mich gerade gemeint? Nee. Doch. Gegen mich wirst du doch nie beleidigen, Enrico. Kevin? Ja, ja, Markus, möglicherweise, aber du doch nicht. Nee, Markus nicht. Markus ist cool. Komm, die kommen alle nicht über den Zaun. Die hängen gar nicht am Zaun. Scheiße, Enrico tot, wenn er weiter so macht. Ich hab eine falsche Waffe, was ist das denn? Ja, die will ich. Ich wundere, dass es die ganze Zeit so lange dauert. Die Dreckstypen mal umfallen, die Ratten ja. Die Lost. Enrico. Dinge im Po.
Also Kevin, falls wir die nächste Runde erreichen. Erstmal, wir nehmen uns erstmal wieder aufs Spiel mit den Granaten. Nee, dann werden keine Granaten geworfen und der Raketenwerfer bleibt weg. Ja, ich pack das Ding ein, ist ja gut. Ja, so weit kommen wir gar nicht. Das Feld ist echt eklig, muss man schon sagen. Oh, Alter, reicht der Welle 1. Geil, das ist ja voll gelohnt. Ich glaube, die Folge brauche ich gar nicht hoch. Die Folge brauche ich gar nicht hochladen. Packst du sie mit dem nächsten zusammen? Ja, mache ich auch. Alles gut. Ach Gott, ey. Ja, ich weiß das schon immer, wenn die zu kurz werden, so fünf, also ich habe auch Folgen, die sind 5-6 Minuten lang, aber ich habe manchmal schneide ich die auch zusammen. Aber du hast doch eh gesagt, du hast so viele Folgen jetzt schon vorbereitet, du kannst praktisch noch bis ins nächste halbe Jahr noch. Ja, ins halbe Jahr nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch fast einen Monat ungeschnitten oder anderthalb Monate ungeschnitten. Was, du bist ungeschnitten? Das nicht. Ja, too much input. Damit kennst du dich doch aus. Nee. Motorräder, ich kann noch nie Motorrad fahren, da hab ich da Angst, Markus. Was sagst du, dass das Röckchen hochflattert, hä? Ja. Dann mach ich noch Marilyn Monroe. Also ich bin bereit, du kannst starten. Ich starte. Du kannst doch auch kein Fahrzeug auswählen, na egal. Nee, Wetten machen wir nie, ich werde eh letzter. Es sei denn, du rammst wieder, dann wirst du Erster. Gewonnen 15, verloren 110. Ich bin der schlimmste Rennfahrer bei GTO. Ach du Scheiße. Oh yeah. Alter, was ist das denn? Ich hätte die ganze Zeit nur. Dein Geräusch in den Ball macht es viel besser, ne? Oh, Alter! Das hört ja wie so ein Feuer, so ein Alarm von einem Haus, der irgendwie kaputt ist. Wo ist der Vierte? Alter, was ist denn jetzt? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Das ist scheiße! Alter! Da kommt er nochmal! Oh! Was kommt das gerade noch? Du bist das Spiel gestorben! Oh Gott! Hilfe! Was das gerade war, kann ich selber nicht erklären. Das war gerade ein Trip, ey! Ich gewinne! Ich gewinne! Das ist doch nicht wahr! Da kommt er von hinten, ey! Wie soll ich denn? Aber das ist genau das gleiche wie, glaube ich, Enrico bei dem Kartrennen. Wirklich auf den letzten Meter fliegt er an uns vorbei. Ja. Ich will ja nicht sagen, das war gerade ein lustiges Rennen. Das war unfair. Morgens hab ich nur gesehen, dass er irgendwo geflogen ist. Alter, das Ding muss ich behalten, das ist so geil! Das ist so eine Sache, die ist so albern, dass es schon wieder geil ist. Aber man wird ja gar nicht schmälern, Sven und ich die ganze Zeit aufeinander, weißt du, und dann in so eine Kacke, weißt du, dann wirst du doch von außen überholen, weißt du, der sowieso die Playlist schon anführt. Stellt euch das mal so zu acht vor, so tschu 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 tschu. Kriegst du auch noch eine Macke. Das ist ein Rico, aber löst auf jeden Fall, ne? Aufholen war aber an. Ich habe übrigens letztens auch geguckt, wo ich auch gefragt habe, ob Aufholen an war. Es war an. Ich habe es extra nochmal gecheckt in der Aufnahme.